So, meine lieben Knechte, draußen. Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Valheim. Und wir sind kurz davor, Eiktür zu erreichen. Da. Da gehen wir jetzt auch hin. Wie sollen wir uns ausrüsten? Hm? Mit Schild und Keule oder was? Da hinten soll er sein irgendwo. Bock auf Überraschung? Hm. Ich mal gucken. Ah, Wildschweine. Die sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Guck mal, man kann ja auch einen Speer mit einem Schild ausrüsten, ne? Oh, Alter, bist du irre. Oh. Dann sind wir diese hässlichen Massenfucker. Die gibt's hier tatsächlich auch. Sollten wir uns das mal von fern halten? In diesem hässlichen. Ja. Aber andersrum brauchen wir den Bären, ne? Ja, den Bär sei schon. Fein. Warum kann das nicht überall so nehmen? Man hört sie ja überall grunzen und bumsen. Ah, da kommt doch ein. War normaler. Okay. Trotz all dem immer Vorsicht. Okay. Vorsicht, Vorsicht. Lalalalala. Brauchen wir noch Feuerstein, richtig? Nö. Wieso macht der wieder neues Dings auf für Feuerstein? Was wir mitnehmen, wenn wir nachher in unserer Base sind. Wenn wir unser Gärbungsdings da machen, sollten wir überhaupt lebendig hinkommen. Ich weiß nicht, wer diese Eiktür ist. Guck mal, hier ist schon mal eine Hütte. Open that door! Okay. Ich höre was grummeln und knummeln. Ich hoffe, ich das. Eiktür. Okay. Hier soll er sein. Okay, es ist keine Person, das ist ein neuer Feuer, ein neuer Steinkreis. Sei gegrüßt. So, nochmal. Die Bestie anrufen. Du hast einen Beschwörungsort der Wächter gefunden. Bringe an ihren Altar das richtige Opfer, damit sie zu dir kommen. Aber nimm dich nach, die Wächter sind keine leichte Beute. Also stell zunächst eine mächtige Waffe her, lege deine Bestie, lege deine beste Rüstung an und iss eine herzhafte Mahlzeit, bevor du es auf den Kampf holst. Okay, Dankeschön. Jage seine Nachkommen. Ja, also es soll das so sein, dass Eiktür quasi ein Bossgegner ist, ja? Gegenstand anbieten. Nichts passiert. Wird. Wahrscheinlich ist die Waffe nicht mächtig genug, wa? Nee. Wahrscheinlich, ja, ist die Waffe nicht mächtig genug für Eiktür. Das ist ja. Ist das schade? Oder ist das gut?
Das hieße jetzt, dann könnten wir nach Hause segeln und unser Gerbungsdings machen. Vielleicht kriegen wir da bessere Rüstung. Was war das? Wildschweine, genau. Danach so. Oh. Leben. Hier sind diese leuchtenden Runsteine noch. Warte mal, ich glaube, ich werde gleich nochmal angegriffen. Oh, Freeze. So, nun aber. Ich war einst Astrid Schildmaid des Waldes. Ich weiß nicht mehr über mein Leben, bevor ich hier erwachte. Doch mein Arm erinnert sich des Schwertes. Meine Augen erkennen den Flug von Pfeilen. Und nun leiten mich die Raben. Heute kämpfe ich Odins Namen. Star und Bestien. Okay. Wo ist sie denn? Ich würde sagen, es waren zwei Wildschweine. Das ist das zweite. Fängt an zu frieren, ja, weil wieder Nacht ist, ne? Müssen die. Kann es vielleicht sein, dass das die Eiktür vielleicht irgendwie nachts kommt? Lass uns nochmal zum Altar hingehen. Oh Gott, alle mir schauen. Pik, pik, pik. Oh, nehmen wir mit. Wildschwein-Trophäe. Ja, ich brauche aber viel mehr Leder, ne? Das wir verschwenden einfach unsere Energie nicht mit. Lass uns doch mal was essen. Können wir gar nicht. Ich weiß nicht, dass mit dem Altar nichts passiert. Nichts passiert, nichts passiert. Also ich kann hier das ganze Ding durchlaufen, nichts passiert. Ich gehe mal davon aus einfach, dass wir einfach nicht heftig genug sind, um gegen ihn kämpfen zu dürfen. Wie auch immer das sein mag. Haben wir noch irgendwelche Symbole auf der Karte? Ein Kreis. Ja, gut. FIFA vom. Wer treibt sich hier herum? Ja, dann gehen wir mal zu unserem Boot und segeln zurück Richtung Heimathafen. Welchen Stein haben wir denn soweit? Ein kleiner Fluss. Wir sind auch schon wieder die Nixen, man hört die. Das Schnattern der Nixen. Ich kann mich nicht irgendwie an Marschland hier erinnern. Huh. Ich dachte. Mir wäre so. Grasland, Moment mal, sind wir hier korrekt? Eigentlich sollte genau doch hier unser Boot sein. Nur keine Eile, Thompson, nur keine Eile. Was? Hier, da ist ein Rundingsbums. Mal lesen. Einmal lesen kann ich schaden. Als der Allvater Odin die Welt einte, vergaß er wieder die Warnung der Riesen. Achso, das hatten wir schon mal gelesen, tatsächlich. Das hatten wir schon mal gelesen. Warum haben wir das schon mal gelesen? Wir waren hier leider. Da, unser Buch. Wir waren hier eigentlich noch nicht. Wildschweine. Oder? Ey, wir müssen noch mal wieder mehr durchbraten. Sage mir mal, haben wir schon mal eigentlich so eine Möwe geschossen? Ups. Ja, haben wir. Jetzt. Vogelfedern. Ja, was hätten wir sonst anders erwartet, ne?
schubsen wir das Boot zurück in den Ozean. Oh, oh, ich will mit drauf. Kann ich nicht drauf? Hey, ich will da rein. Wie kann man denn hier rein? Weil ich werde schon kommen, wir saufen hier gleich. Mist. Komm ich denn jetzt wieder auf mein Schiff? Was glitzert da hinten so geil im Wasser rum? Bestimmt nur Mondlicht, ne? Ja. Romantisches Mondlicht. So geht's eben halt auch. Man muss immer einmal W drücken, damit er einmal nach vorne drückt. Also damit er sich überhaupt bewegt. Und dann bereit ist. Und jetzt gibt's Attacke. Oh, Gegenwind. Wer hat denn damit gerechnet? Nee. Eben gerade kam der Wind doch aus der anderen Richtung. Komm, fahr weiter, Kollege. Das schlechteste Wetter, aber es, der Wind bläst, kommt immer noch von einer Richtung, ne? So, da hinaus. Richtung Freiheit geradeaus. Richtung Freiheit geradeaus. So. Es gibt nichts Schöneres, als mitten in der Nacht irgendwie mal auf hoher See zu sein. Der Wind dreht hier aber auch nie, ne? Irgendwie so wirklich. Du bist wieder trocken, hier ist kalt. Was? Trockene Kälte. Mal gucken, wie weit wir gekommen sind. Ja, doch, geht. Geht, geht, geht. Komm mit riesigen Schritten. Ja. Nicht voran. Treibt ab. Wir bringen uns hier auch nicht weiter. Sei denn, wir würden nach links wollen. Ach komm schon. Naja, ich denke mal, wir werden auch irgendwann mal ein richtiges Boot haben, ne? Wo wir dann wirklich dann Vollgas geben können. Weil das ist ja echt so rein aerodynamisch mäßig eigentlich nicht so. Also, oder aquadynamisch. Nicht so das richtige Gefährt hier, um über den Ozean zu fahren. Ja. Richtige Waffen. Die Frage ist, was meint der? Was brauchen wir? Will ich nur Wildschweine. Oh. Wir treiben ab. Man lässt einmal los und man treibt direkt ab, ne? Und der Wind dreht einfach nicht. Aber wir sammeln ja mehr irgendwelche XPs ein. Also Punkte, die sind auch sehr effektiv. Gesundheitmäßig gut drauf und so. Ups, ist gesund. Der Tag ist.
ob man irgendwann mal diese Wurzeln hier erreichen kann hier? Ich denke eher nicht, ne? Aha. Aber wir müssen weiter nach links. Tag 15. Jetzt hat der Wind gedreht. Also volle Fahrt machen wir. Oh. Wird gespeichert. Perfekt. Naja, so richtig schnell ist das aber auch nicht, ne? Aber schneller, als würden wir uns einfach treiben lassen. Da wäre unser imaginäres Lagerfeuer. Ich weiß nicht, warum er da ein Lagerfeuer angezeichnet hat. Sieht hier schon alles sehr nah aus, irgendwie. Da kommt unsere Base. Das Leuchtfeuer unserer Base sehen. Platsch. Eine Möwe. Möwen, hör mal, Möwen. So. Das war ja so die erste richtig große Reise. Ich meine, in der letzten Folge, die vorletzten Folge, die Reise, die konnte man... Die war ja nicht so ganz groß. Die war ja noch einmal über den Fluss wieder. Aber da werden wir auch weiter uns ausbreiten. Und ist die Frage, welche Gegend ist schlimm, welche nicht. Fakt ist, wir müssen jetzt erstmal dieses schöne Gerbergestell jetzt anbringen. Ich finde gut, dass diese Feuer nie ausgehen, so, ne? Diese Leuchtfeuer, die wir da haben. Das macht dieses Spiel auch immer so toll. Also, dass man das einfach ist. Dass jeder Valheim spielen kann. Auch wenn man noch nicht so wirklich Erfahrung mit Crafting-Spielen hat. Sehr schön. So, wir sind da. Sehr schön. Ja, hops. Und hops. Mach die Tür. Mach. Oh, der Dorfpies. Okay. So, da wollten wir es hinstellen. Richtig? Genau. Mit der Nase nach vorne. Auf einmal lässt sich das hier gar nicht mehr. Ne, so. Wir müssen ja eins über dieses Spiel. Es macht das, was es will. Dankeschön. Eins reicht. So, was haben wir jetzt hier? Gerbergestell. Werkbank Stufe 3. Das heißt, wir können jetzt herstellen. Ja, was können wir eigentlich herstellen? Warte mal eben. Lass uns mal ganz kurz gucken, ob wir noch schnell... Was? Dieser zulumpte Hosendings brauchen wir. Was ist denn hier mit der Ledergeschichte hier? Lederhelm? Lederhose, Lederbrustpanzer. Was wird denn dafür? 6-mal herstellen. Wie viele haben wir? 4. Das sollten wir doch immer auf die Kette kriegen, schneller. Ich dachte jetzt, da könnten wir einen besseren Chat mitmachen. Ich bin quasi enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. Ehrlich. Aber warte mal. Können wir einmal den Hammer ausrüsten. Es ist frustrierend. Ja. Wir stellen nochmal eine Kiste hin. Weiß, was noch kommen mag, ne, aber... Genau. So, schnell, wir brauchen hier noch einmal. Nochmal Feuer.
Genügend Pfeile sollten wir eigentlich haben. Was mich ja wundert, dass diese Grauzwerge nicht hierher kommen, ne? Die Schamanen und so und alles. Oh, nee, ne? Das fickt doch die Hände einfach. Toll. Treffer. Sagte, wir brauchen zwei. Das authentische Laufen einfach. Sind noch irgendwo in der Nähe da. Da. Fuck you. Läuft gut. Oh, habe ich ihn erwischt. Was habe ich? Ja, Hirschwelt. Ich habe ihn tatsächlich noch erwischt. Wie verarschen, Digga. Ja, ist uns übergegangen, ne? Richtig? Ne, noch nicht. Geht doch nicht sonst über, schade. Gut, damit hätten wir das, was wir für unseren neuen Lederpanzer brauchen. In-game. Mal so einen Fisch abschießen, ha? Das wäre auch mal was. Ich weiß gar nicht, wie wir Fische fangen sollen. Wahrscheinlich. Oh, ich muss unser Bogen mal reparieren. Gate. Der macht doch Feuer ein. So. Wir haben Federn, die können wir hier nochmal schnell mit hinzufügen. Holz behalte ich noch hier. Was kann ich mit den Trophäen machen? Würde ich gerne mal wissen. Warte mal. Das ist doch einfach mal. Können wir das? Ja, dafür gibt es einfach nichts, ne? Ein wahres Prachtdenkmal, aber du musst mehr als nur Hirsche töten, um nach Valhalla zu kommen. Ja, okay, das ist, okay. Wegbank. So. Jetzt aber. Er steht. Sehr schön. Wo ist der hier? Das Lederhose? Das Hemd, das kann man Müll. Wo ist unser Lederhemd? Haben wir das automatisch dann gleich an, oder was? Oh. Nee, das ist der. Da. Oh, nicht schlecht. Dann schmeißen wir das gelumpte Hemd mal in die Tonne. Das brauchen wir nun gar nicht mehr. So. Bababab. Möbel bauen. Hä? Dafür brauche ich 4 Herstelle. Okay. Aber so richtig, richtig fette Waffen oder so ein Scheiß können wir hier tatsächlich nicht mehr bauen, ne? Noch nicht. Wo wir schon so weit gekommen sind, ne? Feuerpfeile. Feuersteinspeer. Steinaxt, Holzpfeile. Du hast Upgraden.
Was bringt denn das, wenn ich den Hammer upgrade? Sehr gut. Dann machen wir jetzt erstmal... Ich hätte ja am liebsten eine Waffe irgendwie abgegradet, ne? Aber so ist das nun mal eben halt. So, das aufwerten. Dann machen wir eine Steinaxt. Ein Hammer. Die andere... Sehr schön. Dafür brauche ich was? Das Knochenfragment. Die kriege ich wahrscheinlich von so einem toten Skelett. So, Kinderchen. Das war's auf jeden Fall für heute. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.